Es gibt eine angloamerikanische Konstante in der Außenpolitik oder in der internationalen Politik seit ungefähr gut 100 Jahren. Ich habe zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum von einem Akademiker im Jahre 2012 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Kommentar gelesen von einem Neuhistoriker aus Passau, von der Uni Passau, Hans-Christoph Kraus. Der hat sich zum Syrien-Konflikt geäußert und hat gesagt, unter der Überschrift, und ihr denkt, es geht um einen Diktator. Ja? Und da hat er jenen Geografen erwähnt, der hier auftaucht als Name, nämlich Halford Mackin. Der hat eine Theorie entwickelt, die sogenannte Heartland-Theorie oder Herzland-Theorie. Die ist hier bildlich dargestellt. Also das Herzland bezeichnet er als Pivot Area. Also Drehung angedacht. Pivot heißt für mich Drehung angedacht. Und diese Pivot Area ist für ihn die entscheidende, um diesen eurasischen Kontinent mit seinem afrikanischen Anlex zu beherrschen. Hier nochmal die gesamte Welt, diese Pivot Area. Sie sehen also, dass das im Wesentlichen die Russische Föderation ist, ne? Die Pivot Area. Und das ist sie in drei Sätzen zusammengefasst. Also, wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Herzland, also diese Pivot Area. Wer das Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel. Damit meint er die Weltinsel. Also Eurasien, den Doppelkontinent nennt er die Weltinsel. Und wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt. Das hat er dann nochmal, nachdem er 1904 diesen Aufsatz geschrieben hat, der hieß The Geographical Pivot of History, der geografische Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, hat er die gleichen Ideen nochmal 1919 in einem Buch Democratic Ideas and Reality beschrieben, unmittelbar vor der Friedenskonferenz von Paris 1919 nach dem Ersten Weltkrieg. Dieses Buch ist, wenn man klug sucht, als PDF-Datei im Internet herunterzuladen. Der ursprüngliche Aufsatz von 1904, der ist nur im Archiv in London an der Uni bei den Geografen. Ich habe so ein Faksimile, so vom Deckblatt, aber das hilft ja nicht viel weiter. Ne? Warum hat er diese Idee entwickelt? Und warum ist das für ihn das Credo gewesen? Er hatte Angst als Engländer, dass Großbritannien sich darauf verlässt, weil es die Weltmeere als die größte Seemacht damals beherrschte, damit auch schon dauernde Dominanz in der Welt ausüben könnte. Nicht? Also sie waren auf allen Weltmeeren zu Hause, im britischen Imperium ging die Sonne nicht unter, die hatten Kolonien, nicht? Von Kanada bis Australien und Neuseeland und fühlten sich nach seiner Beurteilung einfach zu sicher. Und sagt, und ihr vergesst, dass es da einen riesigen Landblock gibt, nämlich dieses Eurasien, Europa und Asien mit dem Annex Afrika. Denn dort leben die meisten Menschen, dort gibt es die meisten Ressourcen. Das Öl kam damals langsam so in Mode, nicht? Man stellte bei den Schiffen um von Kohle auf Öl. Die Bagdadbahn wurde geplant, nicht? Vom Deutschen Reich, von der Türkei durch den Irak, den heutigen Irak, bis an den Golf von Persien. Und dann hat er gesagt, wenn ihr also euch sicher sein wollt, auch künftig die dominierende Rolle in der Welt zu spielen, dann müsst ihr euch dieses Kontinents ganz besonders annehmen und müsst jede
Koalition auf diesem Kontinent verhindern, die gegen eure Interessen gerichtet ist. Ja? Das war den Briten nicht so fremd, diese Idee, weil sie schon seit einigen Jahrhunderten auf dem Kontinent, die Engländer sagen ja the continent, nicht, wenn sie Europa meinen. Nicht? We are the island and you are the continent. Also sie reden immer vom Kontinent, wenn sie Europa meinen. Und er sagte, wenn also auf diesem Kontinent eine Konstellation entsteht, die den englischen Interessen entgegengesetzt ist, da muss man da etwas tun, da muss man eingreifen. Und das war eine sozusagen Erweiterung der Politik, die die Engländer aber schon jahrhundertelang betrieben hatten. Bis heute nennt man sie Balance of Power, also das Gleichgewicht der Mächte auf dem Kontinent. Das bedeutete, sie haben immer sich mit zwei Schwächeren gegen einen vermeintlich Stärkeren auf dem Kontinent verbündet, um den nicht zu groß werden zu lassen. Das hat jetzt aber eine neue Qualität bekommen, nachdem das Deutsche Reich gegründet war. Denn jetzt ging es nicht mehr darum, mit Preußen und einem kleinen Herzogtum gegen irgendeinen anderen kleinen sich zu verbünden, sondern plötzlich war da eine wesentlich größere politische Einheit da, die noch dazu wirtschaftlich, ökonomisch, wissenschaftlich prosperierte und zum Konkurrenten wurde. Das war sozusagen der Hintergrund von Mackinners Überlegungen. Ich muss dazu noch sagen, dass dieser Mann nicht nur Akademiker war. Er war also nicht nur Geograf an der Uni in London, sondern er war einer der hochrangigen Berater der englischen Delegation 1919 in Versailles, also bei der Pariser Konferenz nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg verabredet wurde. Er war Mitbegründer der London School of Economics und er war vor allen Dingen auch einer der Mitbegründer des Royal Institute on Foreign Affairs. Das ist das Gegenstück zum Council on Foreign Relations in den USA, wo die englische Außenpolitik oder sagen wir die angloamerikanische Außenpolitik vorgedacht wird. 1921 sind beide zeitgleich gegründet worden. Also ein politischer Mensch mit politischem Einfluss und nicht nur akademischem Einfluss. Das ist das Cover des Buches, was man im Internet finden kann. Und das ist der Aufsatz von 1904 im Geographical Journal. Und da gibt es interessanterweise 2007 ein Buch, das heißt Gordon Gold von Walter Russell Mead, Britain, America and the Making of the Modern World. Und da sagt er, gibt es leider nicht auf Deutsch. Da unterhält er sich mit dem Dekan der Historischen Fakultät der Universität von Kalifornien. Das ist ein Video, das kann man bei YouTube runterladen, über sein Buch und was er damit meint, was er damit sagen wollte. Und die Überschrift heißt The Anglo-American Maritime System, also das anglo-amerikanische maritime System. Und die Botschaft heißt an die amerikanische Politik, dazu muss man wissen, er ist nicht nur Akademiker, so wie Mackinder, sondern er ist Mitglied des Council of Foreign Relations, der Herr Walter Russell Mead. Also er ist aktiv in der Formulierung der Politik beteiligt. Also das ist die Botschaft, die sagt, ihr müsst unter allen Umständen die maritime Ordnung aufrechterhalten. Das spricht die Weltmeere beherrschen. Und erinnert praktisch noch einmal an die Grundüberlegung von Mackinder, indem er sagt, diese maritime Ordnung
oder dieses Maritime System, wie er es sogar nennt, ist entscheidend, um sozusagen die Eurasische, den eurasischen Kontinent zu beherrschen. Da gab es da zwischendrin, aber das können wir vielleicht nachher in der Diskussion nochmal klären, einen Mr. Spickman, der auch Analyst war, der hatte so eine kleine Variante zu Mackinder ins Spiel gebracht und darauf zielt hier also der Walter Russell Mead ab. Es gab dann 1992 schon, gab es einen sogenannten No Rivals Plan, der ist hier veröffentlicht worden. Und der im Grunde genommen die Ideen von Mackinder nochmal im modernen Gewande 1992 beleuchtet hat und nochmal betont hat, wir dürfen in diesem Gebiet keine Rivalen, ausdrücklich Rivalen, entstehen lassen. Sprich Rivalen, die unsere Stellung in der Welt, unsere amerikanische Stellung in der Welt bedrohen. Denn Sie hören das ja wieder, Präsident Obama hat ja gerade vor wenigen Monaten in West Point, nachdem er einen Offizierlehrgang verabschiedet hat, nochmal betont, we are the indispensable nation. Wir sind die unverzichtbare Nation und hat den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten in der Welt noch einmal bekräftigt. Und deswegen dürfen natürlich keine Rivalen sozusagen diesen Führungsanspruch in Frage stellen. Also die kommen gar nicht auf die Idee, in anderen Kategorien zu denken, als in Rivalitäten. Man könnte ja auch sagen, wir setzen uns mal mit den BRICS-Staaten und Europa und also der Europäischen Union und Lateinamerika an einen Tisch und überlegen mal, wie wir künftig so miteinander umgehen. Ne? So wie man das in Bretton Woods 1944 gemacht hat bei der Konferenz, wo die Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg besprochen wurde. Ne? Der Finanzsystem, internationale Währungsfonds, Weltbank, UNO. Das ist ja damals alles verabredet worden. Nein, das macht man heute nicht mehr. Und dann haben wir noch Mr. Brzezinski. Wem ist Brzezinski kein Begriff? Oder wer hat den noch nie gehört, den Namen? Das ist gut. Brzezinski war und ist ja auch nicht nur akademischer Lehrer. Er ist Professor für internationale Beziehungen. Seit Jahrzehnten hat Generationen von Studenten ausgebildet und geprägt. Sondern er hatte ja auch Regierungsämter. Er war unter Präsident Carter nationaler Sicherheitsberater. Also das, was heute Susan Rice ist bei Obama, nationale Sicherheitsberaterin, das war Brzezinski unter Präsident Carter. Und er hat 1997 dieses Buch geschrieben, The Grand Chessboard, die einzige Weltmacht auf Deutsch, ebenfalls im Internet herunterladbar, mit einem Vorwort von Hans-Dietrich Genscher. Und dort hat er nochmal also das Schachbrett definiert. Genau das ist das Schachbrett für Brzezinski. Und Sie sehen, wie sich das auffällig deckt mit den Überlegungen von Mackinder, bloß dass jetzt China noch mit dabei ist, ne? Bei dem Schachbrett. Dann gab es einen Vortrag von Robert Kaplan, ein bekannter Publizist in den USA, ein Neokonservativer, der Chefanalytiker ist bei einem privaten Nachrichtendienst in Austin in Texas, der heißt STRATFOR, Strategic Forecast, STRATFOR abgekürzt. Die geben ein Newsletter raus, können Sie bestellen, da kriegen Sie die kostenlosen Artikel auf Ihr E-Mail-Konto. Und der hat in diesem Vortrag eindeutig nochmal auf Mackinder Bezug genommen mit diesem Satz. Also er hat ausdrücklich die Formulierung von Mackinder verwendet, im Jahre 2010. Brzezinski, wenn Sie Brzezinski Zitate suchen im Internet aus seinem Grand Chessboard, da gibt es also, Sie müssen nicht das ganze Buch lesen, aber es gibt Zitatensammlungen, und da werden Sie feststellen, dass er, ohne den Namen Mackinder überhaupt zu erwähnen, genau dasselbe sagt wie Mackinder.
Und er sagt, die Rolle der Europäer, der Schweiz vielleicht nicht, aber die Rolle der europäischen NATO-Mitglieder ist die Rolle von, und er sagt, um es mal in der Sprache des römischen Imperiums auszudrücken, tributpflichtigen Vasallen. Das ist die Aufgabe oder die Vorstellung aus amerikanischer Sicht über die Rolle der europäischen Staaten in der NATO. Tributpflichtige Vasallen. Wer das möchte, der kann das gerne tun. Ich möchte es nicht und deswegen wehre ich mich auch dagegen. Ich möchte weder ein Tributpflichtiger noch sonst ein Vasall sein. Und die Schweiz sicherlich auch nicht. Das heißt also, wenn ich in diesem Raum, der hier definiert worden ist, als die entscheidende Größe, wo also sich wo die Musik spielt, könnte man sozusagen sagen, also in dieser Pivot Area, da liegen ja nun jede Menge Angriffspunkte für internationale Akteure. In Tschetschenien haben wir das erlebt. Dieser ganze Aufstand in Tschetschenien, wo man dann die russische Seite also beschimpft hat, weil sie da so grausam vorgegangen ist, die ist gesteuert worden über Saudi-Arabien mit wahhabitischen Kräften, nicht? Die also dort in Tschetschenien fundamentalistische Freiheitskämpfer, haben sie sie genannt, ausgebildet haben, um Russland zu destabilisieren. Und das geschieht heute nach wie vor in den Kaukasusrepubliken. Und die sind ja nicht allzu weit entfernt vom Irak und von Syrien. Deswegen muss man das Ganze immer als einen Raum auch sehen.